Hallo und willkommen zurück zu dem Pumpkin Jack, wie meine Großmutter vielleicht sagen würde, zum Pumpkin Jack natürlich. Zum zweiten Teil der heutigen Session. Ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Ich habe eben schon mal 10 Minuten oder so gespielt. Ich habe jetzt aber hier wieder gestartet, das heißt, ihr habt nichts verpasst. Keine Sorge. Das Ende der letzten Folge war auch ein bisschen abgehackt, was daran lag, dass mein PC abgestürzt ist. Ja, diesmal allerdings zum Glück mit Bluescreen, damit ich zumindest gucken kann, woran es eventuell liegen könnte. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt noch ein paar Einstellungen geändert. Eben hatte ich ein Windows-Update. Zwischen der letzten Aufnahme und dieser liegen, ich glaube, 3 Stunden oder 4 Stunden. Also ist immer noch derselbe Tag. Liegt vielleicht auch an meinem T-Shirt. Und ich glaube, es sieht jetzt besser aus, oder? Sieht gut aus? Okay. Sieht viel besser aus als eben. Boah, super. Freut mich. Ah, ich sehe gerade, ihr habt doch leider 1-2 Sachen verpasst, aber das sind wirklich nur Details. Ich habe hier eine Maske, eine Vogelmaske eingesammelt. Genau so. Dann bin ich hier unten rumgelaufen. Was macht ihr denn hier noch? Und diese Maske hier, die wir hier sehen, die konnte ich erst einsammeln, so bilde ich es mir zumindest ein, als ich das Ding hier zerstört habe. So. Was jetzt zum Glück aber geht. Ach, Leute. Nach wie vor auf Twitch, wie immer, kann ich mittlerweile ja zum Glück sagen, nachdem ich das jetzt eingeführt habe mit meinen regelmäßigen Livestreams und den festen Streamtagen, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, 19 bis ca. 22 Uhr. Und wahlweise auch am Wochenende zu variablen Streamzeiten und meistens dann auch eher spontan. Ja. Das ist eigentlich so das. Der Carl Creighton ist wieder hier, der Super Flash Crash, der Platin-Keks, der Toby Potato und wahrscheinlich noch 1-2 andere Leute, die nur zuschauen, aber nicht in den Chat schreiben, was auch vollkommen okay ist. Alles gut. Bin euch da nicht böse. Jeder so, wie er das möchte. So, also wie gesagt, ihr habt eigentlich nichts verpasst, außer denn, ja, also bis auf die 2 Masken hier oben, die, also die Vogels und Ihnchen hier und dann bin ich hier hochgegangen. Genau, damit wir hier hinten zu einem anderen Bereich kommen. Ich schau gerade mal, ob ich hier noch sonst irgendwas vergessen habe. Den Weg hier hoch, aber ich glaube nicht. Hier unten habe ich auch noch eine Maske eingesammelt. Also gerade hier in diesem Bereich gab es viele dieser, ich nenne sie einfach mal Masken, dieser Vogelköpfe. Insgesamt habe ich jetzt, glaube ich, 3 oder 4 eingesammelt. Immer ruhig mit den jungen Pferden, Jack. So. Bringt mir das was, wenn ich hier so... Ja, bringt mir sogar was, weil da hinten nämlich noch eine Maske ist. Die habe ich zum Beispiel nicht eingesammelt. Ach, gehen kann ich anscheinend, wenn ich einfach nur langsam den Stick gedrückt halte, obwohl das trotzdem eine haklige Angelegenheit hier ist. Und Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes abfordert. So. Sehr schön. Ich hänge da gerade ein bisschen fest. So. Ich habe es am Ende der letzten Folge ja schon als Fazit gesagt, beziehungsweise aber auch am Ende des ersten Teils des Streams sozusagen heute. Und ich kann es gerne auch einfach nochmal wiederholen. Ich mag das Spiel bisher echt sehr gerne. Also mir gefällt es richtig gut. Ist sehr kurzweilig. Ist nicht, ich sag mal so, es ist eigentlich angenehm vom Spielfluss her. Es hat Stellen, da kann man ganz gut durchkommen, so, ne, ohne Probleme. Und dann gibt es auch ein paar Stellen, die sind ein bisschen knackiger tatsächlich. Vor allem, wenn es mehrere Gegner aufeinander sind. Und gewisse Gegner sind auch tatsächlich wesentlich schwerer als andere. Also auch da Abwechslung. Ich schau gerade mal eben, ob wir hier noch irgendwie was haben. Ich bin ja immer so ein bisschen hellhörig, wenn es um diese
roten Farben geht, weil, ne, das könnte ja so eine Vogelmaske sein. Ich glaube, das war's hier. Jetzt ist die Frage. Hier war ich eben noch nicht, wo ich jetzt bin. Ich könnte hier runter. Beziehungsweise, nee, von da bin ich gekommen. Hier habe ich das Ding eingesammelt. Da kann ich hin. So. Ist klar. Hä? Wer, wo? Oder war es das Feuer? Das Feuer breitet sich schnell aus, alles klar. Das war's. Diesmal wurde ich nicht doppelt aufgezählt, das selbst wenn. Fühl dich geehrt. Boah, das breitet scheiße. So. Ich weiß nicht, ob ich da hin musste, ehrlich gesagt. Kann man hier rein? Nein. Musste ich hier hin? Ich glaube eher nicht, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Wo ich eigentlich denke ich schon, dass wir richtig sind. Ich weiß es doch auch nicht. Muss nochmal mehr, glaube ich, darauf achten, was ich zerstöre. Oh. Shit. Ich muss nochmal zurück. Es hilft alles nichts, Leute. Nur ich kann von da oben das nicht tun. Ich muss es von hier tun. Es tut mir leid. Ich will die Maske da oben haben. Gut, dass du die Lampe nicht mehr zerstört hast. Da oben auf dem Dach. Da geht's mir gerade rum. Ich guck gerade mal, hier unten bin ich schon eben rumgelaufen. Da unten war auch noch eine Maske. Hatte ich die jetzt eingesammelt? Bin mir nicht sicher. Muss gucken, ob ich sie gerade irgendwie erspähen kann. Beziehungsweise ich guck einfach mal eben nach. Wir haben ja keinen Fall Damage. Ja, die habe ich eingesammelt. Und dann war ich eben hier hinten rumgegangen. So. Da dachte ich, vielleicht könnte ich hier runter oder so, aber nee. Ich glaube, ach, hier waren wir auch angekommen, glaube ich, ne? Hier sind wir gestartet. Jetzt, alles klar. Jetzt erkenne ich das auch wieder perspektivisch. Ich habe das nämlich erst nicht, ich war mir erst nicht ganz sicher, wo wir angekommen sind. Ich glaube, hier sind wir mit dem Kart aus diesem ganzen Herumgefahre rausgekommen. Und jetzt müssen wir auch hier rumgehen, tatsächlich. Anders komme ich auch hier wieder nicht raus, ne? Okay. Ja, hier kann ich mich... Wenn du für jeden deiner Tode einen Cent bekommst, dann hätte ich jetzt 3 Cent oder so, stand da? Ich glaube. Finde ich sehr, sehr, sehr schön übrigens. Ach, guck mal, jetzt starten wir wieder hier. Vielleicht gar nicht mal verkehrt. Genau. Die Maske da unten habe ich. Ist gar nicht mal verkehrt, dass wir jetzt hier wieder gestartet sind, würde ich sagen. Theoretisch gesehen könnte ich mir natürlich die Gegner auch schenken. Aber theoretisch gesehen. Wäre auch cool, wenn die Geister sterben würden, wenn ich das Ding kaputt mache. Also alle Geister, die dann gespawnt sind. Glaube ich zwar nicht, aber... So, das können wir auch noch mitnehmen. Warum nicht?
Ist mir ein bisschen, kann ich eigentlich ein bisschen entspannter auf die hinsetzen. Ich muss mal gerade gucken, dass ich hier nicht übers Kabel rolle. Kurz mal was trinken. Genüssliches Bier zum Feierabend-Stream bzw. zur Feierabend-Aufnahme. Wenn man es ganz streng auslegen würde, tatsächlich, würde ich gerade bei der Arbeit trinken, in großen Anführungszeichen, weil erstens würde ich es nie als Arbeit bezeichnen. Und zweitens verdiene ich damit jetzt nicht so die Umsummen auf YouTube, aber es kommt halt so ein bisschen was zu Rande, sag ich mal. Zu Rande, zustande. Und auch zu Rande. Ja? Okay, ach, jetzt geht das wieder los. Nein. Immer ruhig mit den jungen Pferden, Jack. Zack. Umsatz ist da, das stimmt, ja. Aber nicht zu vergleichen tatsächlich mit Vlog Dave. Das ist schon eher tatsächlich auch ein Nebenjob mittlerweile geworden, wo ich auch sehr glücklich drum bin natürlich, aber ja. Ich meine, davon ab, ich glaube mit Let's Plays, klar, mit Streams könnte man es natürlich schon noch schaffen, mit Let's Plays sicherlich auch irgendwo, aber da gehört halt sehr viel Glück dazu, auch Plan B, vom neuen Ärztealbum ganz beeinflusst. Ich meine natürlich Vitamin B. Wobei, ja, es ist halt auch immer relativ, ne? Nur weil man Leute kennt, die bekannter sind, heißt das ja nicht, dass man irgendwie, was weiß ich da, automatisch auch von profitiert. So, jetzt hätte ich es wieder fast vergessen. Guck mal hier. Und davon ab geht es mir ja auch gar nicht darum. Von daher. Kann ich auf das, wie komme ich denn? Okay. Machen wir das so. Vlog Dave 2021. Aber da ist auch gar keine Wahl. Doch, nächstes Jahr in Deutschland. Stimmt. Aber ich, nee. Also mir fallen viele Sachen ein, die ich gerne noch machen würde irgendwann mal. Aber ich glaube, Präsident oder Politiker zu sein, ist da eher nicht dabei. Wobei das nicht heißen soll, dass ich keinen Respekt habe vor Leuten, die das machen. Aber jetzt werde ich auch ganz off-topic hier. Und wie leicht das ist, wenn man hier nicht einfach alles kreuz und klein schlägt, wo es irgendwie brennen kann, ne? Also was heißt leicht, aber angenehmer auf jeden Fall. So. Yay! Fortschritt! So ist's. Ah ne, ich bin... Sieh, jetzt komme ich mit den Synchronstimmen durcheinander. So ist's besser. Und bei denen, ganz ehrlich, auch wenn das jetzt ein bisschen sehr vorsichtig ist, ihr habt ja gesehen, was die können. Die können ja diesen Strahl, also diesen... Ich weiß nicht, ob das Wasser ist, was die speien oder irgend so eine giftige Grütze oder so, wenn man zu nah dran kommt. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht riskieren. Die sind nämlich echt fies. Dann schicke ich nämlich lieber hier meine Krähe nach vorne, die dreimal drauf klöppelt und dann ist fertig. Ich muss sagen, mit dem Dash, das hat auch teilweise was von Medieval, da war es wieder. Der Vergleich hat nicht lange auf sich warten lassen. Aber es erinnert mich auch so ein bisschen an... Ist das Cloud von Final Fantasy VII auch, in dem Remake vor allem? Dass der Dash da auch manchmal so nach vorne rein, ne? Oh. Das habe ich, glaube ich, mal in einem Trailer gesehen hier. Aber fragt mich, das soll nicht heißen, dass ich weiß, wie es geht. Vielleicht muss ich auch erst hierher. Okay. Grammophon! Ja, geil. Boah, das war knapp. Oh. Scheiße. Er ist eigentlich schon runtergefallen. Oh. Boah, das war das, ja. Das ist, ja. Zur Entspannung erstmal ein bisschen Mucke. Ba, ba, ba.
Mikrofon entdeckt. Yeah. Okay. Was ist... Also hier bin ich tatsächlich... Habe ich am meisten Respekt vor diesem... auf so schmalen Wegen hier gehen, weil gerade mit einem Xbox-Controller, wo man gerne mal dazu tendiert, auch mit dem 360-Grad-Joystick hier, ne, mit dem Analogstick, sehr lasch umzugehen, man kann da sehr leicht runterrutschen. Also, wie gesagt, auch hier ist es halt sensitiv, wenn ich den langsam drücke, also so ganz vorsichtig, dann geht er halt auch vorsichtig. Oder ich kann halt auch nach vorne rennen, wenn ich einfach nur drücke nach vorne. Komischer Satzbau war das. Das war sowieso. Wow. Du, kein Schritt weiter. Du bist hier nicht willkommen. Wer wagt es, mich abzuweisen? Ich bin Jack, Söldner des Teufels, höchstpersönlich. Ich bin der Wächter dieses Ortes und der Energie, die in ihm wohnt. An deiner Stelle würde ich die Warnung ernst nehmen, Jack. Solltest du nicht aus eigenen Stücken gehen? Dann wirst du diesen Ort nicht in einem Stück verlassen. Muhahaha. Muhahaha. Wer zum Henker war das? Ganz zu schweigen von den nie zu sterben zu wollenden Toten. Ah. Sind das immer zwei? Ja. Geht das? Okay, man kann hier stehen bleiben. Hey! Achso, ich dachte, der hätte mich noch einen abgeschossen. Ich stand einfach zu weit da. Das wird lustig, Leute. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal neu von vorne starten. Nicht nach unten schauen, weg! Wobei es geht eigentlich, also man muss halt nur, wie gesagt, ein bisschen gucken. Ja, klar. Jetzt 1% Lebensenergie oder was? Oh, das ist so ein... Ich muss mal gucken. Der Fluch wurde viermal, was? Der Vorteil ist halt, man verliert ja nichts dadurch. Das ist nur die Frage. Ja, das wird halt ein bisschen hakelig, das ist leider so. Okay. Das hat schon besser geklappt. Okay. Yo, Krähe. I won't look down. I won't back down. Mach dir Tom Petty. Warum kam da jetzt ein einzelner Waggon? Was sollte das jetzt? Hab ich jetzt nicht verstanden. Die warte ich nochmal eben ab. Ja, danke. Na gut. Geht ja alles noch. Alles noch im Rahmen. Okay. Dead. Aber ich finde es ganz cool, dass man einen In-Game-Death-Counter hat, tatsächlich. Das ist cool. Die nächsten warte ich noch ab. Das wäre echt cool, wenn man die mit der Krähe stunnen könnte. Das wäre geil. Ist die Frage, wo muss ich jetzt da hin? Ich kann ja nicht in das Haus reinlaufen. Glaube ich. Kann ich da hinten weiter? Ah ne, da hinten gibt es doch eine Plattform, wo ich drauf kann. Oder? Doch, da aufs klar, da kann ich drauf. Manchmal ist da eine größere Lücke zwischen denen. Können Vögel Höhenangst haben? Ich frage mich, weil... Das ist ja die beste Imitation einer Krähe, die ich jemals schaffen werde. Oh, jetzt hier mit zurück und so.
Aber muss ich über die drüber springen, glaube ich. Das ist ja gewieft, hör mal. Kann man sich hier irgendwo hinmogeln oder so? Nee, das ist einfach nur zum Verschnaufen.